Runde Nummer 3. Ich bin ja der Einzige, der hier zählt. Herzlich willkommen und schön, dass wir wieder beieinander sind. Lieber Daniel, lieber Helmer Rudolf. Ein Winke-Winke zurück aus Südafrika. Du hättest auch an der Stelle Tschüss sagen können, Helmer. Wir zählen dich an. Ja, genau. Nach diesen zwei ersten Podcasts sind wir oder bleiben wir beim Thema. Wir hangeln uns da entlang. Wir sind beim Manifestieren der gewünschten Realität. Mein Wunsch ist ja, dass es in Turbo geht und in Leichtigkeit. Und dazu wollen wir heute mit dir, lieber Helmer, ein bisschen tiefer eintauchen. Das PIC haben wir ja nun mehrfach besprochen, also Persönliches, Individuelles und Göttliches. Dafür steht das PIC. Und dann haben wir als kleine Erinnerung dabei das Unterbewusstsein und das Bewusstsein. Und wie das alles zusammenhängt, das erklärst am besten du uns. Nee, richtig, weil wir haben nämlich Schwein gehabt. Und weil da eben so ist, können wir heute mal richtig die Sau rauslassen. Ein Zum Wortspiel. Thema. Wolltest du witzig sein gerade, Helmer? Oh, so hin und wieder gebe ich mir ein bisschen Mühe. Das klappt aber nicht immer, aber immer öfter. Okay, also. Unterbewusstsein und Bewusstsein. Der größte Fehler, somit das ist so ein bisschen Clickbait, ne? Der größte Fehler, den du beim Manifestieren machen kannst. Der größte Fehler ist die Annahme. Lass uns die schöne deutsche Sprache pflegen, bitte, wenn ich das noch sagen darf. Habe ich ein undeutsches Wort genommen? Was ist ein Clickbait? Ach so, was sagt man denn auf Deutsch zum Klicken? Nur mit K, glaube ich, ne? Und Bait ist das, was an der Angel hängt. Ja, der Köder. Der Köder. Ein Klickköder. Das ist ein schönes Wort. Ein Doppel-K, ein Klickköder. Gut, Leute springen auf Klickköder an und der größte Fehler, den du beim Manifestieren machen kannst, ist der, dass du unter der Annahme weilst, dass Manifestation eine Frage des Wachbewusstseins ist. Mhm. Das ist in den seltensten Fällen der Fall, das ist nur dann der Fall, ich wiederhole das gerne, auch wenn ich den Satz noch nicht vollendet habe, das ist nur dann der Fall, wenn das Objekt in greifbarer Nähe ist. Bring ein Beispiel bitte. Also die Annahme, dass das Wachbewusstsein zu manifestieren das nötige Instrument ist, so nenne ich es mal, unterliegt nur dann der Sache, wenn das Objekt in greifbarer Nähe ist. Beispielsweise, ich wünsche mir einen Blumenstrauß und vor meinem Haus wachsen eben Wildblumen und die kann ich mir zupfen. Ja, oder Daniel kommt vorbei, zupft sie für dich und gibt sie dir. Ja, okay. Die Blumen, das ist ein schönes Beispiel übrigens, die blühen und bereiten dir Freude für ein paar Tage und dann verwelken sie, weil eben ihnen die Lebenskraft entzogen wurde, dadurch, dass sie rausgezogen worden sind. Und dementsprechend gehen sie ihrem sicheren Ende entgegen. Und diese Analogie ist ganz passend, weil die Dinge, die schnell kommen, gehen eben auch schnell. Und was wir beim Manifestieren eben vermeiden wollen, ist, dass die Dinge schnell kommen und schnell gehen. Wir wollen, dass die Dinge kommen, aber bleiben. Und um zu bleiben, braucht es Zeit, dass sie kommen. Ist das richtig ausgedrückt? Mhm. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Wir müssen uns die Qualitäten des Wachbewusstseins anschauen. Das Wachbewusstsein agiert ja über unsere Sinneswahrnehmung. Und die Sinneswahrnehmung nimmt Unterschiede wahr. Und da liegt schon der Hase begraben, im Pfeffer nämlich, weil die Sinneswahrnehmung halt nur Unterschiede wahrnimmt. Die nimmt Unterschiede in Schwingungen wahr. Auf den verschiedensten Ebenen. Und das ist alles andere als zuverlässig. So, und jetzt die große Preisfrage. Was ist zuverlässig? Nicht das Wachbewusstsein, was über die Sinne agiert, sondern das Unterbewusstsein, was nicht über die Sinne agiert. Was überhaupt erstmal den Körper so programmiert, dass etwas über die Sinne wahrgenommen werden kann. Weil es kann ja zwei Menschen geben, die gucken sich dieselbe Sache an und kommen zu völlig unterschiedlichen Einschätzungen dieser Sache. Weil sie halt unterschiedlich programmiert worden sind. So, und das ist eben jetzt der Jackpot, gibt es dafür ein deutsches Wort? Der Hauptgewinn. Ja, der Volltreffer. Der Hauptgewinn. Dankeschön. Mhm. Der Hauptgewinn, das zu verstehen. Das Problem dabei ist aber, dass die meisten Leute, ich habe jetzt keine wissenschaftlichen Daten, aber ich denke mal, für die Masse oder auf die Masse trifft das zu, sonst hätten wir eine andere Gesellschaft. Die Masse ist einfach zu bequem, zu unwissend, zu undiszipliniert, um sich auf diesen Weg zu machen, das wirklich konsequent durchzuziehen. Weil um etwas im Unterbewusstsein zu verankern, muss das wiederholt werden. Und das muss wiederholt werden. Wiederholen, 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 wiederholen. Haben wir verstanden? Aber lass mich da mal kurz einspringen, weil ich möchte eine Lanze brechen für die Menschen, denn
Ganz häufig ist es ja so, der Fokus darauf und überhaupt auch das Wissen, wie das funktioniert, das ist ja gar nicht da. Man kann ja den Menschen auch schlicht den Vorwurf machen, dass sie etwas, was ihnen nicht beigebracht worden ist und was sie nicht sehen können, dass sie dazu keine Position haben. Von daher ist es ja, na, zum einen machen wir dafür diese Podcast-Serie, zum anderen ist aber der Punkt, genau das ist die Situation in der Gesellschaft, aber vielleicht liegt es an uns im Sinne der Aufgabe, dass wir das ins Bewusstsein geben und dann bestenfalls ins Unterbewusstsein, dass die Menschen sich damit auseinandersetzen, weil sich dann was verändert. Naja, guck, deshalb sind wir jetzt zum dritten Mal zusammengekommen, um das wirklich ausführlich zu betrachten und den Leuten auch dann mal die Zähne zu ziehen, die Flusen aus dem Kopf zu jagen, weil das ist notwendig. Denn wenn du die falschen Annahmen hast, trittst du nicht in die richtigen Handlungen ein oder kommst du nicht in die richtigen Handlungen. Das heißt also, wenn du erstmal ein gutes Verständnis, ein richtiges Verständnis hast und so ein Verständnis, das so vollständig wie möglich ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch auf Erfolg auch größer. Darf ich eine Zwischenfrage stellen zum Unterbewusstsein? Logisch. Das ist eine Vertrauensfrage letztlich in mich selber, ob mein Unterbewusstsein, ich sag jetzt mal, richtig funktioniert. Denn der große Wunsch von mir beispielsweise, also ich bleibe einfach mal bei mir und sage nicht Mann, ich möchte gerne kontrollieren. Ich möchte meine Gedanken kontrollieren und ich möchte auch das kontrollieren, was in meinem Wachbewusstsein ist. Und wenn doch aber unterbewusst oder das Unterbewusstsein der aktive Part sein soll für die Manifestation, dann holla, wer weiß denn, was da alles so abgelegt ist. Da kriege ich ja fast ein bisschen Angst vor mir selber. Naja, das, was abgelegt ist, ist das, was du in deiner Realität gerade wahrnimmst. Denn was soll dir das Unterbewusstsein denn anderes präsentieren als das, womit oder wodurch es programmiert wurde? Es hat halt bestimmte Qualitäten. Diese Qualitäten lebt jeder von uns aus, tagtäglich. Weil das ist eine Domäne, die ist unendlich viel größer als das Wachbewusstsein, was sowieso schon Schwierigkeiten hat, wie du gerade schon selber sagst, Gedanken überhaupt erstmal zu kontrollieren. Da sind wir aber auch bei der Frage, lass mich da kurz einhaken, bei dem Gedanken von der Sam, ist es ja auch nicht so, dass du das Unterbewusstsein in der Form entrümpeln musst, dass du quasi bildlich gesprochen etwas anfasst und aus dem Raum herausträgst oder in einen Papierkorb wirfst, sondern du veränderst es dadurch, dass du es mit anderen Dingen fütterst. Genau so ist es, weil das Unterbewusstsein kennt keine Verneinung. Na, ich sage der rosa Elefant, das ist das Bild des rosa Elefanten. Mhm. Na, oder das ist, denke nicht an rosa Elefanten, denke nicht an grünen Porsche und so weiter. Es gibt diese Verneinung, gibt es nicht. Und das ist auch, und kein Gespräch mit uns ohne Verweis aufs Master-Key-System, wo Onkel Charles so schön sagt, das Unterbewusstsein nimmt an der Beweisfindung nicht teil. Das heißt, es ist die Aufgabe des Wachbewusstseins, zu filtern, den Wächter vor dem Tor, so wie er im Master-Key-System genannt wird, den Wächter vor dem Tor aktiv zu haben und das Unterbewusstsein vor fehlerhaften Eindrücken zu schützen. Das muss trainiert werden, gerade weil die wenigsten dahingehend trainiert worden sind, dass sie in der Lage sind, ihre Gedanken erst einmal zu beobachten, ihre Gedankenflüsse zu beobachten und dann die Qualität dieser Flüsse festzustellen, um dann Korrekturen vorzunehmen, einzugreifen. Mhm. Genau. Das ist ja ein ganz spannender Punkt, weil wenn ich das jetzt nochmal für mich als Bild manifestiere, ist das Wachbewusstsein als Wächter dafür da, zu schauen, dass das Unterbewusstsein sauber gehalten wird von den negativen Dingen und man quasi damit bewusst entscheidet, insofern man das halt wahrnehmen kann, womit man sich füttert, was das Unterbewusstsein dann ausmacht, beziehungsweise womit das Unterbewusstsein angereichert ist. Das ist eine völlig andere Perspektive des Umgangs mit sich selber, als einfach nur in den Tag reinzuleben und das Wachbewusstsein eventuell zu verwechseln mit einfach der Wahrnahme, bewusst oder unterbewusst. Ja, das Wachbewusstsein nimmt wahr und gleichzeitig durch den Prozess der Gedanken und im Idealfall des Denkens sendet es Impulse aus. Die werden vom Stammhirn über die beiden Stränge des Vagusnervs runtergeschickt und enden dann im Solarplexus, im Sonnengeflecht unserer inneren Sonne, dem Zentrum des Unterbewusstseins. Denn von diesem Solarplexus aus oder diesem Sonnengeflecht aus wird Energie an den gesamten Körper verteilt. Und wir sehen das auch, wenn wir schlechte Gedanken haben,
und uns flau in der Magengegend ist etc., dann zieht sich das Ganze zusammen, dann ist die Energieversorgung unterbrochen. Und wenn wir gute, aufbauende, positive, konstruktive Gedanken haben, dann fühlen wir uns, als würden wir Bäume ausreißen können. Dann strahlen wir Energie ab und dann werden wir attraktiv, anziehend. Und wie kriegen wir jetzt die Verbindung zum... Ja, die Verbindung erstmal... Es ist, glaube ich, hilfreich, sich mal vorzustellen, dass es eine organische Verbindung gibt. Es gibt Nerven. Es gibt Nerven, die laufen vom Gehirn in den Solarplexus rein. Das ist die Verbindung. Der Vagusnerv oder die beiden Vagusnervstränge verbinden eben das Wachbewusstsein mit dem Unterbewusstsein. Und wenn ich jetzt eben weiß, dass ich das Unterbewusstsein programmieren kann, neu programmieren kann, wenn ich weiß, dass das Unterbewusstsein da kein Nein kennt, wenn es an der Beweisfindung nicht teilnimmt, dass es quasi auch all meinen Schwachsinn, all meinen Müll, mit dem ich mich befasse, konsequent umsetzt und mir eine entsprechende Realität verschafft, dann werde ich etwas vorsichtiger, etwas akkurater in meiner Auswahl. Genauer in meiner Auswahl. Genau, das ist das, was ich gemeint habe, dass genau. Jetzt so ein Bewusstsein dafür eintritt, dass es eine Wächterfunktion gibt, die man selbst leben kann oder auslösen kann, dadurch, dass man schaut, womit man sich beschäftigt und was man überhaupt erstmal in sich reinlässt. Und dann stellt sich halt wieder die Frage, ne, ob dieses halbstündige Nachrichtending, was uns überall begegnet, Tankstelle, Supermarkt oder zu Hause vor dem Sofa. Oder Telegram oder sowas. Dass uns das quasi gar nicht die Zeit lässt, über diese Gedanken und Funktionsweisen zu sprechen, die wir gerade hier abarbeiten. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir dadurch, und das ist jetzt nicht nur diesem Auswuchs der Gesellschaft geschuldet, sondern generell der Bewusstseinsentwicklung allgemein, durch die wir gerade in dieser Zeitqualität gehen. Alles expandiert, alles wird schneller, alles wird mehr. Und alles sucht halt dadurch Zugang zu uns. Und wir müssen eben sehr weise und vorsichtig sein, wem wir Einlass gewähren. Und da kommt es wieder. Wir machen uns über diese Sachen keine Gedanken. Und wir wissen auch nicht, dass wir eigentlich in der Stille in Kontakt mit dem kommen, was uns eine neue Realität beschert. Das findet nicht bei der Tankstelle statt, das findet nicht während der Nachrichten statt, sondern es findet dann statt, wenn wir uns wirklich Zeit nehmen und mal unsere Gedanken bündeln, unsere Gedanken konzentrieren, um somit einen entsprechend tiefen Eindruck im Unterbewusstsein zu hinterlassen. Und da kommen wir zu der Wiederholung, nämlich das Wachbewusstsein. Ich mache das gerne nochmal, ich weiß, es nervt euch, aber wiederholen. Weil das treibt den Punkt nach Hause, weil wiederholen heißt, das Wachbewusstsein sagt, nerv mich nicht mit dieser Wiederholung, ich brauche Unterschiede. Das Unterbewusstsein aber sagt, diese Wiederholung finde ich genial, weil ich die brauche, um Realitäten zu erschaffen und diese Realitäten dauerhaft zu erschaffen oder zu etablieren. So, jetzt gehe ich aber noch weiter und sage, wir können uns ja dann selber stimulieren und experimentieren damit. Und dann kommen wir dahin, dass es sogar richtig Spaß machen kann zu manifestieren. Will sagen, wenn ich über das Wachbewusstsein mir bestimmte Elemente ranhole, sagen wir mal, ich gebe mir eine bestimmte Musik, mit der verknüpfe ich eine Emotion, vielleicht sogar Bilder, wie ich etwas erlebt habe, dass ich hochschwinge. Dann kann ich das schon mal als ein Element nutzen und dann kreiere ich mir dort drauf neue Bilder und programmiere dann vielleicht mit einem Satz Wortkraftschwingung, den ich dann immer wieder wiederhole, also ein Mantra, wenn man so will. Kreiere ich mir damit dann die Programmierung für mein Unterbewusstsein, sodass ich dann später dieses alles loslassen kann und weiß, mein Unterbewusstsein arbeitet. Und dann schaue ich, was sich in meiner Realität zeigt als nächstes. Das ist das eine. Also wir sprechen ja so erstmal von der sozusagen der Definition des Wachbewusstseins und des Unterbewusstseins, der Definition und der Funktion dieser beiden Schöpfungszentren. Ja. Das andere ist dann aber, also das ist die eine Seite, das ist so die Theorie. Die andere Seite ist jetzt aber die Praxis. Und uns interessiert ja die Praxis. Wir wollen ja quasi in die Umsetzung kommen. Und die Umsetzung sieht eben so aus, dass wir uns in die Ruhe begeben, dass wir uns ein Ideal erschaffen. Und da kommen wir jetzt zu unserem ersten Podcast zurück, erstmal zu hinterfragen, warum will ich eigentlich diese Sache haben? Entspricht das mir oder ist das irgendwo ein Impuls, den ich von außen aufgenommen und nicht hinterfragt habe?
So, und dann musst du dich eben in die Ruhe begeben, nachdem du dieses Ideal erzeugt hast. Und das machst du am besten auch irgendwo in der Natur, wo du ungestört bist, oder zu Hause, wo du ungestört bist. Und nach der Idealisierung kommt eben die Visualisierung. Das heißt, du musst dir erstmal geistige Bilder von dem schaffen, was du haben willst, weil wenn du es hättest, müsstest du dir keine Bilder schaffen. Mhm. Also müssen diese Bilder her. Diese Bilder müssen mit Leben versorgt werden. Das heißt, diese Bilder müssen mit Gefühlen versorgt werden. Das fällt aber leicht, weil du dir ja von nichts ein Bild machst, was dir keine angenehmen Gefühle gibt. Mhm. Also sollte das eigentlich relativ schnell gehen. So, und dann muss sich konzentriert werden, dann müssen die Gedanken gebündelt werden, um eben diesen dauerhaften Eindruck im Unterbewusstsein zu hinterlassen oder beziehungsweise das Unterbewusstsein überhaupt erstmal zum Agieren zu kommen, bekommen. Denn das reagiert ja nicht auf jeden Impuls. Du kannst dir ja vorstellen, ich bin eine gelbe Ente. Ja, schön, aber es ist ein Gedanke, aber das bist du nicht. So, wenn du das natürlich länger machst, dann kommen irgendwann die Onkels und holen dich ab dann kommst du in das große Haus mit das Entenzimmer. Und dann sagst du, ich fühle mich heute so als Ente. Für mich kommt der Gedanke auf, als Frage, wie konkret müssen denn dann die Bilder sein? Weil ich könnte mir jetzt als Bild ausmalen, wie sehr ich das visualisieren kann, lasse ich mal dahingestellt. Für viele ganz allgemein, ich möchte gern erfolgreich sein, zum Beispiel. Reicht das aus oder braucht das Bild einen konkreten Inhalt dahingehend, wobei ich erfolgreich sein möchte, was genau das für mein Leben bedeutet, also im Sinne von welchen Tätigkeitsbereich das und welches Lebensumfeld das bedeutet und so weiter und so fort? Das Gehirn denkt in Bildern. Das heißt also, daher der grüne Porsche oder der rosa Elefant. Das heißt, jedes geistige, mentale Konstrukt hat einen damit verbundenes Bild. Und dieses Bild muss umfangreich werden, muss detailliert werden. Und jetzt wird es ein bisschen, nicht problematisch, aber wir sollen uns das einerseits so detailliert wie möglich vorstellen und andererseits sollen wir oder dürfen wir dem Universum, dem großen Ganzen nicht vorschreiben, wie es zu agieren hat, weil das große Ganze ist allwissend, allmächtig und allgegenwärtig und insbesondere allwissend. Wir sollen also sagen, was wir wollen und wie das aussehen soll, aber nicht notwendigerweise, wie es zu uns kommt. Weil dadurch beschränken wir uns vielleicht und lassen eine Möglichkeit aus, wie es zu uns kommen kann, die wir gar nicht auf dem Radar haben. Ja. Die aber durchaus möglich ist. So. Und das ist halt der Prozess, der harte Arbeit, Zeit, Aufwand in Anspruch nimmt. Wenn du eingangs gesagt hast, dass je länger eine Manifestation dauert, ja, also je mehr Zeit wir uns lassen, je länger ist es auch hinten raus von Dauer. Also ist ja das, was ganz viele haben beim, ich sag mal, Wünsche wünschen, Bestellung beim Universum abgeben oder wie auch immer wir es nennen wollen, ist es ja umso schöner, wenn etwas einen viel längeren Prozess hat, als der uns in unserer Zeitqualität, von der wir noch glauben, dass wir in ihr leben, dass wir das annehmen. Weißt du? Also ist es ja schön, wenn es ein halbes Jahr oder ein Jahr dauert, bis sich ein großes Projekt beispielsweise realisiert hat. Ja, natürlich. Und jetzt machen wir Pandoras Büchse hier auf, weil wir kennen alle den Spruch, der Weg ist das Ziel. Ja, wir sind auch nicht aufs Endresultat aus, sondern wir sind auf den Prozess aus, weil dieser Prozess beschert uns eben die vielfältigen Erfahrungen. Der Weg ist das Ziel und nicht das Ende. So, das andere ist jetzt Folgendes. Wir wünschen uns natürlich materielle Dinge. Wir wünschen uns Gesundheit, wir wünschen uns ein Heim, wir wünschen uns eine stabile Umgebung, ein schönes Umfeld. Aber letzten Endes müssen wir konstatieren, dass wir geistige Wesen sind und letzten Endes finden wir nur Befriedigung in Dingen, die geistiger Natur sind. Das heißt in Bewusstseinszuständen. Wir sind letzten Endes als menschliche Wesen sind wir auf Harmonie und Glückseligkeit aus. Wie, wo und durch wen das bewerkstelligt wird, zu uns kommt, kann, muss und wird uns letzten Endes völlig egal sein. Aber da ist eben auch so viel Enttäuschung drin, weil die Leute sich irgendwas vorstellen, aber sie sind auf den Bewusstseinszustand aus. Eine Beziehung ist das perfekte Beispiel. Die Person ist immer noch dieselbe nach 20 Jahren, aber der Bewusstseinszustand ist ein anderer. Und deshalb trennt man sich vielleicht, weil die Anziehung nicht mehr da ist. So, und das andere ist eben, nochmal kurz zurück, der Prozess durch die Stille, durch das Aufsuchen der Stille, dadurch, dass man sich mit dieser Sache geistig befasst, greifen wir sozusagen ins Universelle rein. Das Universelle schickt uns das zurück, mehr von dem zurück, womit wir uns befasst haben. Das passiert durch das Gesetz der Anziehung, weil Gleiches und Gleiches zieht sich da eben an.
So. Und durch diesen Prozess der Visualisierung und der Konzentration, das heißt des Aufgehens im Objekt der Begierde, gibt es keine Zweifel mehr. Gibt es keine Zweifel mehr. Das ist nur noch dieses eine Ding. Tun sich eben Wege und Möglichkeiten auf. Und da kommen wir zu dem größten Punkt überhaupt, weil die Leute sagen jetzt, ich affirmiere jetzt schon seit 6 Monaten und es ist immer noch nichts passiert. Nee, wird es auch nicht, weil es die Affirmation nur ein Anfang ist, eine geistige Umorientierung. Aber die muss resultieren in konkreter, starker oder wie Tony Robbins es sagen würde, massiver Handlung. Dann steht für mich noch die Frage, weil du sagst, ne, die Orientierung kann sich ja quasi nur am Bewusstsein entlanghangeln und wenn das noch eingeschränkt ist, dann sind eben auch die empfundenen Wege und Möglichkeiten für das gewünschte Ziel entsprechend eingeschränkter, dass der Prozess, sich damit auseinanderzusetzen, was für den eigenen Gemütszustand Erfüllung bedeuten würde. Ja, dass sich darüber überhaupt erst einmal Gedanke bildet, was dann eigentlich da ist oder was mich eigentlich ausmacht in dem Sinne, was mich glücklich macht, was mich erfüllt und wo ich hin will, was gar nichts Materielles bedeutet, sondern wo das Materielle eine Begleiterscheinung ist, aber es im Kern darum geht, dass diese Erfüllung im Leben im Vordergrund steht und sich daraus die Bilder geben, wie das dann manifestiert werden kann. Richtig, und da kommen wir oder da schließt sich der Kreis, weil Unterbewusstsein, Solarplexus habe ich erwähnt, Solarplexus ist das dritte Chakra, das ist das Element Feuer, das ist deine innere Sonne und letzten Endes, und ich weiß nicht, ob ich das on air sagen darf, aber du willst letzten Endes zu einer geilen Sau werden. Du willst wirklich einfach ein Knallertyp oder eine Knallerfrau sein und das wirst du nicht, wenn du das nicht für dich selbst in Anspruch nimmst. Dir soll die Sonne aus dem Hintern scheinen und sie wird dir aus dem Hintern scheinen, wenn du es für dich in Anspruch nimmst. Wenn du die Absicht hast, Absicht, schönes deutsches Wort, wenn du das Interesse und deine Aufmerksamkeit darauf richtest, wenn du das idealisierst, visualisierst, konzentrierst und dann sich dir durch diesen Prozess die Wege und Möglichkeiten öffnen und wo du sagst, ich mache das jetzt einfach, ich gehe jetzt mal Bungee-Jumpen, ich springe jetzt aus dem Flugzeug, ich mache jetzt mal Krafttraining, alles was mit Ausdehnung, mit Kraft, mit Dynamik zu tun hat, alles was mit Selbstvertrauen, mit Selbstbewusstsein, mit Selbstliebe zu tun hat, all das aktiviert deinen Solarplexus, all das lässt dich zu einer geilen Sau machen werden. So, und dann kommt das Nächste, weil dadurch erzeugst du so viel Energie, dass du attraktiv wirst. Das heißt, du wirst anziehend für andere. Und das andere ist, dass du durch diese Energieerzeugung, durch deinen aktiven Solarplexus, ziehst du quasi einen Feuerring um dich herum, der dich nahezu unangreifbar macht. Das heißt, die ganzen niederen Elemente da draußen prallen an dir ab. Sie verbrennen sozusagen in deinem Licht. Die Motten werden vom Licht angezogen und sie verbrennen in deinem Licht. Das heißt also, deine Lebensqualität durch diesen Prozess, der vielschichtig ist, der ist komplex, der ist nicht kompliziert, der ist vielschichtig. Aber dadurch ändert sich deine Lebensqualität radikal, weil du das für dich in Anspruch nimmst, weil du keine Autorität über dir siehst, sondern du weißt, dass es ein Feld der Möglichkeiten gibt. Und damit schließt sich der ganze Komplex. Es gibt ein Feld der Möglichkeiten, auf das du durch deine Denkprozesse, durch deine mentale Ausrichtung, durch deine vorherrschende Geisteshaltung Einfluss nimmst. Und weil der Geist nichts anderes hervorbringen kann als sich selbst, schafft er dir die Realität, auf die du deine Aufmerksamkeit gerichtet hast. Und da ist die Frage, worauf richtest du deine Aufmerksamkeit? Da waren viele Ds drin, ist mir aufgefallen. Und ich glaube, vielleicht muss man diesen Abschnitt nochmal zurückspulen. Aber aufgefallen ist mir dazu auch, dieser Abschnitt war ja stark als motivationaler Anteil in dieser Sendung orientiert. Und das finde ich ganz ausgezeichnet, denn das braucht es vielleicht, so diesen kleinen Anstoß für den einen oder die andere, sich auf genau diesen Weg zu machen, sich das alles anzuschauen und eben auch in dem Wissen, was daraus entstehen kann. Für heute würde ich fast sagen, wir lassen es so stehen, Helmer, weil es muss auch verdaubar bleiben. Nur weil du hier der beste Coach bist, ja, sind wir ja noch lange nicht so weit. Und vielleicht hat ja auch der ein oder andere Hinhörer Lust, dann nächstes Mal noch einzuschalten. Ich würde lieber noch eine vierte Runde mit euch beiden Jungs machen und sage deshalb an dieser Stelle ganz herzlichen Dank und sende ein Lächeln. Du hättest auch an der Stelle Tschüss sagen können, Helmer? Ja, soll ich nochmal Tschüss sagen? Bye, bye.